herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht heute mal um eine Taschenlampe. Und zwar geht es heute um diese Taschenlampe. Das ist die Brynight WT01 Apollo. Ein sehr schönes Stück, weil sie liegt gut in der Hand und sie hat eine ganz, ganz besondere Eigenschaft, die ich euch jetzt mal zeigen werde. Zum Ersten kommt sie in dieser Außenverpackung, wo man dann auch schon sieht, ein bisschen was sieht man da, die Stärke 1100 Lumen. Im Low-Modus macht sie 9000 Minuten Leistungsdauer oder Leuchtdauer. Fallgeschützt 1 Meter. Die Reichweite sind 320 Meter und sie ist 1 Meter wassergeschützt. Wenn wir das rumdrehen, sehen wir verschiedene Daten. Da könnt ihr gerne mal auf Stopp machen, könnt euch das mal in Ruhe angucken, aber ich erkläre jetzt auch was dazu. So, im Turbo-Modus, ich lege meine Hand mehr hier hin, im Turbo-Modus macht die Lampe 1100 Lumen und leuchtet 280 Minuten lang. Im High-Modus macht die Lampe 430 Lumen und leuchtet 350 Minuten lang. Im Modus Mittel macht sie 70 Lumen und leuchtet 2000 Minuten. Im Low-Modus mit 10 Lumen leuchtet die Lampe 9000 Minuten. Das ist echt lang, das ist 9000 Minuten, ist echt lang. Der Strobo-Modus funktioniert mit 1100 Lumen, für den Strobo-Modus einfach mal lange auf der Taste bleiben. Nochmals drücken, kommen wir in den SOS-Modus, der auch 1100 Lumen hat. Zur Reichweite habe ich schon was gesagt. Die Lampe hat eine Reichweite von 320 Metern. Das werden wir uns auf jeden Fall auch unten nochmal angucken und werden auf jeden Fall da nochmal in Ruhe schauen, wie die Leuchtkraft ist. Ich leuchte mal ein bisschen im Dunkeln rum. IP68. 1 Meter wassergeschützt. Sie hat eine Gesamtlänge von 156 mm. Das sind 33 mm und der Kopf oben hat 45 mm. Und sie wiegt 235 Gramm inklusive Akku, was eigentlich auch noch vertretbar ist. Kommen wir zur Lampe selber. Wir sehen auf jeden Fall, es ist nur eine LED verbaut. Diese eine LED hat einen schönen Trichter, ein schönes Trichterglas hier. Das heißt, die ist schön auf Reichweite gemacht, die hat auch einen bestimmten geraden schönen Strahl. Das ist alles hier stoßfest, das Glas. Alles fässt sich wirklich gut an, sag ich mal. Einzige, was mir fehlt, ist ein Rollschutz, was aber nicht so schlimm ist. Wir schrauben sie mal auf. Dann sehen wir drinnen, ist ein Akku, und zwar ein ganz großer Akku. Das ist nämlich ein 26650er Akku mit 5000 mA. Im Gegensatz zu einem kleinen Akku von Brynight, der 18650er, ist das schon extrem der Unterschied, aber da ist halt mehr Leistung drin. Nichtsdestotrotz ist aber trotzdem bei der Bestellung dabei gewesen ein Adapter. Diesen Adapter kann man nutzen, um die 18650 Akkus auch zu verwenden. Wir sehen das, ich mache jetzt mal den Akku rein, drehe sie nur mal ein Stück zu und wir sehen, sie funktioniert auf jeden Fall. Das ist alles nicht das Problem. Das heißt, wir können beide Akkus auch da nutzen mit. Wir wollen aber den großen, aber wieder. So, schrauben wir wieder zu. Noch dabei war ein Holster. Ein sehr schönes Holster auch, was man auch an den Gürtel individuell anpassen kann. Was mir richtig gefällt, und das zeige ich euch jetzt, weil ich das eigentlich schon ziemlich geil finde. Wir tun die Taschenlampe jetzt in das Holster. Und zwar machen wir das aber so, dass der Knopf von der Taschenlampe hier an der Seite ist. Jetzt schließe ich das Holster und schwuppsdiwupps, Leute, guckt euch das an. Ich kann die Taschenlampe ohne weiteres mit dem Holster verwenden. Das hat natürlich viele, viele Vorteile. Erster Vorteil ist, wenn sie runterfällt, fällt sie auf jeden Fall weich. Damit ist auch der Rollschutz gegeben. Da habe ich jetzt auch gerade gar nicht gemeckert, weil wenn man sie so benutzt, man kann sie eigentlich wirklich da drinnen lassen, immer. Wenn man sie wirklich so benutzt, dann ist die Hände sind im Winter sind die Hände nicht so an den kalten Metall dran oder Alu. Man kann trotzdem alle Module durchschalten ohne Probleme. Und jetzt kommt's. Diese Taschenlampe wird geladen durch Induktion bzw. Magnet. Und wenn ich jetzt euch zeige ich jetzt mal hier, ich mache mal kurz das Licht aus. Ich drehe mal kurz das Licht runter. Ihr seht, komme ich in die Nähe des Induktion, geht
das orange Licht von der Ladestation an. Und wenn ich die Taschenlampe nicht mehr brauche, stelle ich sie einfach hier drauf. Und somit wird sie jetzt geladen. Im Holster wird sie geladen. Das ist eine ziemlich geile Sache. So, es gibt da eine ziemlich geile Sache. Erstmal kann man in das Holster auch hier noch einen Wechselakku reinmachen und man den Adapter, bei dem braucht man ja eh, weil sonst passt der 8650 schon nicht. So, damit hat man das jetzt alles komplett hier und kann trotzdem noch die Taschenlampe nutzen. Und was ziemlich geil ist, man muss sie eigentlich gar nicht mehr rausholen. Man kann sie eigentlich schön hier drinnen lassen in den Holster, weil wenn ich jetzt einfach hier drauf stelle und sie steht, dann seht ihr, sie lädt. Es ist orange hier, es lädt. Das ist ja der absolute Hammer. Diese Taschenlampe kann eigentlich so bleiben, wie sie ist. Und fertig. Ich bin wirklich, wirklich sehr beeindruckt. Es gibt noch eine richtig geile Sache. Da mache ich mein Licht mal ein bisschen runter. So. Wenn sie bei euch auf der Ladestation ist, zum Beispiel, hier steht es so da, ich halte sie mal schräg, dass ihr es seht. Und es ist ein Stromausfall. Sobald der Strom von der Ladestation getrennt ist, geht sie an. Das heißt, ihr habt immer im Dunkeln, wenn der Strom weg ist, ein Schlummerlicht. Strom geht weg, ihr seid erschrocken, müsst durch einen dunklen Flur gehen. Die Lampe, die gute, sie leuchtet in ein Schlummerlicht im Low-Modus mit 10 Lumen. Absolut ausreichend, um noch was zu sehen. Man kann sich schnappen und kann dann ohne weiteres gucken, was da los ist. Licht wieder an. Was war noch dabei? Es war dabei ein Ladestecker fürs Auto mit zweimal USB, was ich richtig gut finde für unterwegs. Ob das jetzt so gut ist für unterwegs, weil sie dachte schon hier ein bisschen rumwackelt, das muss man gucken, das muss man überprüfen. Man hätte vielleicht noch ja hier einen Ladeport reinmachen können für unterwegs, dass man das USB-Ladekabel da reinmachen kann. Aber das, ich will nicht meckern, das passt alles so. Ich bin eigentlich schon begeistert von dem Gerät. Ja, was war noch dabei? Das war's eigentlich. Also wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal den praktischen Teil machen von draußen. Gucken uns das an und das war's eigentlich schon, würde ich sagen, ihr Lieben. Ja, ich erkläre euch dann nochmal draußen alles und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, wir beginnen jetzt mal mit dem Low-Modus. Das ist der Low-Modus mit 10 Lumen. Ihr seht, zum Spazierengehen mit dem Hündchen absolut ausreichend. Dann kommt der mittlere Modus mit 70 Lumen. Da kann man schon ein Stück weiter rausleuchten. Das ist auch nicht schlecht. Und dann sind wir jetzt beim High-Modus mit 430 Lumen, was auch schon richtig gut ist. Ich mache mal ein Stück höher. Seht ihr das? Ja, gefällt mir gut. 430 Lumen ist schon gut. Fängt ein bisschen an zu schneien. Wir haben voll das Schneechaos hier in unserem schönen Erfurt. Und zu guter Letzt den Power-Modus mit 1100 Lumen. Und ihr seht, ich kann hier schön weit leuchten. Das ist schon richtig gut gemacht. Bis runter zu den Bäumen komme ich. Das kommt auf jeden Fall hin mit den 350 Metern. Hier können wir mal gucken. Hier seht ihr, alles wunderbar, wunderbar hell. Prima. Gefällt mir sehr gut. Danach haben wir ja nur noch den Strobo-Modus. Auch mit 1100 Lumen. Und den SOS-Modus. Auch mit 1100 Lumen. So, während ich jetzt hier fertig bin, gehe ich hier raus und ihr seht selber, ich mache die Lampe jetzt mal an mit 1100 Lumen. Ich bin knietief im Schnee in meiner Ecke, wo ich hier immer teste und gehe jetzt erstmal wieder hier raus. So, das sind jetzt wieder die 10 Lumen Low-Modus. Ihr seht, ich bin aber jetzt gleich draußen. Oh, hier ist geräumt. Gott sei Dank. Puh. Oh, hey, guckt euch das an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es war wieder ein Review von einer Lampe, die ich sehr cool finde. Allgemein finde ich die Lampen von Pinehut sehr gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr gerne ein Abo setzen und aktiviert bitte kostenlos die Glocke. Für alle gilt das. Dann bekommt ihr ein kostenloses Update. Ach Quatsch, kostenloses Update. Eine kostenlose Benachrichtigung, wenn wir ein Video hochgeladen haben. So, ich gehe so einkaufen und bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.